Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 Playtest, das Original, nur hier bei mir. Und du bist richtig, ich freue mich, dass du da bist und ja, wir haben einiges vor in dieser Folge und was das genau ist, hat mit der nächsten Folge zu tun, denn da wollen wir natürlich mal so ein bisschen Dinge tun, die wir ansonsten noch nicht gemacht haben. Dazu habe ich hier schon mal zum Verkauf gebracht unseren Kartoffelernter, von dem wir ja wissen, so nicht mehr, mein Freund. So nicht mehr. Wie viel kriegen wir dafür noch? 115.000. 115.000. Achso. Wir können mal gucken, ob das Reparieren was bringt. Wir reparieren denn jetzt für 1.000. Ja, und da steigt nur der Wert insgesamt nochmal um den gleichen Betrag an. Das heißt, das bringt da nichts. Und wir können den Schwader verkaufen. Genau. Denn ich habe ja versprochen, wir wollen uns ja auch die neuen Sachen angucken. Und das bedeutet, meine Pläne haben sich ein ganz kleines bisschen vielleicht geändert. Also nur ein kleines bisschen. Ja, ja. Wir haben nämlich das Hühnerfeld noch frei. Hallo? Weil wir gesehen haben, Hühner ist auch nicht unbedingt the yellow from the egg. Ja. Und deswegen... Okay, und deswegen habe ich ein bisschen umgeplant. Achso, ein Hinweis noch aus der Community, aber ich bin sicher, ihr wusstet das eh schon. Wenn ihr zum Beispiel hier im aktiven Helfermenü, wo ihr nicht nur mit Cosplay arbeiten könnt, könnt ihr auch mit Autodrive arbeiten und angeblich soll der ganz schön die Kurse anzeigen. Das würde ich mir mal hier anschauen mit euch. Wir sagen es einfach mal. Der soll hier zum Hof fahren. Zum Hoflager. Kann ich hier auch anklicken dann direkt. Seht ihr hier, ne? Da habe ich dann überall so Punkte, wo ich hin will oder hin kann. Und ja, ich will jetzt hier zum Hoflager oder, ne, dass der hier schön geparkt wird. Und sage dann, let's go. Und dann seht ihr hier eine blaue Linie, die genau sagt, wo der Kurs langfährt und wo der Kollege gerade ist. Finde ich einfach nur Avesome. Jawohl. Okay. So, was haben wir noch? Hier, genau, ich habe in der Zwischenzeit die Felder hier wieder angepflanzt mit Gerste. Wie Sie sehen, sehen Sie hier wunderschöne Gerste. Und ich habe hier die Felder verbunden. Das heißt, wir haben jetzt hier ein großes, großes Gerstenfeld. Was möchte ich nun machen? Wir haben März und ich erspare euch jetzt den Spruch im Märzen der Bauer etc. Ihr kennt das schon. Ich möchte gerne etwas Neues anpflanzen und... Weil ich nicht ganz genau weiß, wie das geht, zeige ich euch auch, wie ihr das vielleicht hinbekommen könnt. Was haben wir denn im Angebot? Da wollte ich jetzt immer gucken, deswegen habe ich das noch offen gelassen. Ist das? Das ist ein Häcksler, ne? Wow. Ja, da wollte ich auf jeden Fall nicht drauf hinaus. Also ein Holzhäcksler, ne? Nicht, dass ihr denkt, der Garderol denkt, das ist ein Maishäcksler. Sondern auf Pakete. Und dann gehen wir auf Trauben. Und auf Basis dessen, was das Spiel uns empfiehlt, was wir denn brauchen können sollten, würde ich entsprechend dann hier anschaffen, was wir ja, jetzt pflanzen. Denn ich möchte mit euch Traubenernte machen. Trauben anpflanzen, Trauben ernten, dies, das und die allseits bekannte Ananas. Und dazu würde ich dann hier in die Traubentechnik investieren. Wir brauchen also offenbar dieses Gerät, ein Vorschneider, ein Traubenvorschneider, wird nach der Ernte benutzt, um die Reben auf das nächste Jahr vorzubereiten. Das heißt, Trauben einmal anpflanzen, bleiben. Hier hätten wir einen Traubentransporter. Mulcher brauchen wir nicht. Ich habe das Feld schon aufbereitet, Tiefenlockerer auch nicht. Dünger, also wir müssen mit einer Spritze düngern, okay. Und natürlich der Traubenernter. Die Frage ist, gibt es hier noch weitere Maschinen und wie sehen wir die eigentlich? Das weiß ich gerade gar nicht. Das müsste ja eine Einzelkorntechnik sein. Offenbar nicht. Nee. Trauben sind nicht Einzelkorn, sind separate Maschinen, nehme ich an. Oder? Wir schauen mal. Bei der Seetechnik.
Sind jedenfalls nicht dabei. Huch. Diese Ballen im Shop immer. Steinsammler. Hier, Traubentechnik. Separates Tab. Gehen wir da doch mal drauf. Okay, da sind wir diese Sammelwagen. Die Frage ist, ob das nur damit geht oder auch mit anderen. Das Teil werden wir auf jeden Fall brauchen, ne? Das sehen wir schon. Oh, und es gibt auch einen kleinen süßen Fan dafür. Toll. Trotzdem bin ich irritiert. Wir haben jetzt hier Einzelkorn. Sieht. Was ist denn eine Spatenmaschine? Aha, okay, das könnte ich auch noch nicht. So, diverses. Gucken wir da mal. Was ist das denn? Das soll ein Gewicht sein, okay. Winter, Förderband, Gewichte, Transporttiefen, Dolly kompakt. Mhm. Silo, Schieber. Forstmaschinen, Ballen, Wickerballen, Transport, Ladewagen, Schwader, Wender. Grünland, Pflege ist ja auch nicht gute Fässer, Mischstreu, Dünger, Streu, Spritzen braucht man doch. Einzelkornsätig ist es nicht dabei. Ich bin blind. Hier ist kein Traubensymbol. Da wird es auch nicht drin sein. Garderobe überfordert. Kriegen wir hin. So, kriegen wir hin. Zuckerrohrtechnik, Baumwolltechnik, Traubentechnik. Es müsste ja hier drunter sein eigentlich. Und wenn ich mich recht entsinne, ist es ja so ähnlich wie Baum. Das muss ja irgendwie so gelegt werden. Das ist so ähnlich wie, wie heißt es? So ähnlich wie wenn ich Bäume anpflanze und so, ne? Okay, wenn wir nicht wissen, wie das funktioniert, gucken wir eben nach. Ist ja auch kein Problem. Ich schäme mich ja auch nicht dessen. Und das ist ja Teil des Konzeptes. Wir wollen das ja zusammen lernen, machen, tun. So, Ackerbau. Trauben und Oliven, da haben wir sie doch schon. Trauben, Reben und Olivenhaine werden in Reihen gepflanzt. Verwende den Baumodus, um die Pflanzen zu platzieren. Platziere eine Reihe, indem du auf eine freie Fläche auf deinem Land klickst, um einen Pfahl und Baum zu setzen. Ziehe dann die Rebe und den Olivenhain auf das Feld und setze einen weiteren Pfahlbaum, um die Reihe zu beenden. Wiederhole den Vorgang, bis dein Feld angelegt ist. Um den vollen Ertrag zu erzielen, musst du zwischen den Reihen mulchen, grubbern und düngen. Spezielle Geräte findest du unter Trauben-Oliventechnik. Sobald das Gras gewachsen ist, halte den Mulcher den Raum zwischen Reihen, wo dann mit dem Disco-Wein-Dünger anschließend. Okay, also im Baumenü, da soll einer drauf kommen. Ja, das Baumenü wird auch unser Freund. Dann würde ich sagen, wir machen das mal hier hinter dem Hühnerstall erstmal so als Testfläche. Jetzt habe ich natürlich diese ganze Fläche freigelassen, weil ich dachte, ich kann die schön automatisch mit dem Helfer fahren, aber nee, ist nicht. Gut, Produktion. Plantagen. Trauben. Okay, da müssten wir jetzt theoretisch... Werden in Reihen gepflanzt und müssen gegrubbert, gedüngt, gemulcht werden. Um welchen Abstand können die haben? Oh. Das könnte ein teures Unterfangen werden. Für nur einen Versuch. Okay, wir sind da so ein kleines Stück weg. Oha. Aber wir haben immerhin jetzt das Dünger, das Hühnerstallproblem gelöst mit dem zu geringen Abstand. Kann ich das hier noch länger machen? Sieht das hinten nicht egal aus? Da schreit mein innerer Monk wieder. So, einfach mal testen. Wir können das ja demnächst dann nochmal abreißen. Aber hier den Hühnerstall ist das, glaube ich, ganz gut. Aber ich muss aufpassen, wir müssen die ganzen Gerätschaften noch kaufen, ne?
Ja, wobei, kriegen ja durch die Getreideernte nochmal Geld. Trotzdem aufpassen. Ich würde sagen, noch eine Reihe, oder? Hast du noch zwei hin? Willst du noch eine machen, dann wird es zu breit, ne? Dann geht das mit hier in dieses Feld rein. Dann lassen wir das so. Okay, also jetzt haben wir die Traubenplantage hier angepflanzt. Und das Gras entsteht dann auch hier, ne? Also da sehen wir direkt, das ist dann so, wie es sein soll. Und das nächste, was wir machen müssten, wäre düngen. Das heißt, wir brauchen einen kleinen Traubentrecker. Und da war jetzt hier keiner dabei. Wir können den ganz billigen nehmen. Konfigurieren. Ja, stärkere Motor. Ich wüsste jetzt gerade noch nicht, wofür wir den brauchen. Und ja, generell braucht man den für alle Sachen. Ich würde trotzdem mal gucken. Jetzt mal, weil Schweinchen schlau. Nee, normaler Träger passt nicht dazwischen. Da müssen wir auf jeden Fall auf den zurückgreifen. Wir schauen mal. Wir haben also in der Tat nur den. Ja, der wird zu breit sein. Dann fangen wir hiermit mal an. So. GG 001 und dann hier Traubentrecker. Kann man mal so machen, ne? So, mit dem. Oh, ist der süß! Und mit dem können wir jetzt dazwischen durchfahren und düngen. Das Ding ist. Da brauchen wir dann einen extra Düngerstreuer? Warte mal. Eigentlich nicht, ne? Was wollte ich? Traubentechnik. Aber dann können wir das hier schon mal mitnehmen. Und ich nehme an, dass diese Anhänger auch schmaler sind, weil wir die dann. Weil wir damit zwischen den Reben dazwischen durchfahren müssen. Und das können wir natürlich nicht mit diesen ultimativ riesengroßen Treckern, geht das natürlich nicht. Garderol. Mitdenken und so. Falsche Seite. Einfach mal. Ne? Mitdenken kann man mal machen. GG01TT. Super. Ah ja. Ist auf jeden Fall auch gut, dass der Verkehr schneller ist. Ich hoffe, dass wir jetzt den Düngerstrom auch da dran kriegen. Ja gut, wenn wir dann also jetzt so Pappeln-Zeugs machen und so. Eigentlich ist dieses Feld total geil für Traum, oder? So am Hang. Das sollten wir eh mal gucken, dass wir das da noch realistischer machen demnächst. Jetzt war das natürlich eine ziemlich teure Anschaffung, ne? Wir haben für 140.000 ein Feld gekauft. Also, in Anführungszeichen gekauft. Ich bin gespannt. Da gehen sie wieder hin, unsere ganzen Pläne. Aber ihr seht ja auch, wie viel ich eingenommen habe im durch den Verkauf vom Weizen im Januar. Das waren, glaube ich, knapp unter 100.000. So. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Mit den Träubchen. Sehen wir die denn eigentlich auf der Map? Also den Zustand und so, müssten wir ja eigentlich. Gucken mal, da. So. Da sehen wir zumindest irgendwas. Nicht gedüngt. Mulchen müssen wir dann auch noch. Habe ich ja noch nie mit gearbeitet, mit so einem Mulcher-Ding. Und da weiß ich auch gar nicht, welche Reihenfolge. Ich muss einfach auch mal düngen, was passiert. Einfach mal drauf, das gute Zeug. Ja, was werde ich zwischen den Folgen machen? Bis zur nächsten Folge.
Ich glaube, ich werde die große Gerstenernte bis auf die Ballen werde ich soweit vorbereiten, dass wir wirklich dann in der nächsten Folge dann auch die Traubentechnik testen können. Damit das auch wieder mal ein bisschen Playtest-Style wird hier zur nächsten spannenden Folge. So. Und wahrscheinlich könnte man hier das auch sogar mit Cosplay machen, ne? Aber brauchen wir jetzt nicht. Jetzt einfach mal hier in die mittlere Bahn reinfahre. Ja, von der Breite her auf jeden Fall easy. Huch. Oh ne. Nicht die AI-Weg-Extension, bitte. Das machen wir mal eben so. Hallo. Okay, der Helfer kann das nicht. Das heißt, wir müssen hier in der Tat mit Düngemittel ab. Warum lenkt denn der so komisch? Was ist da los? Ach, die Maschine ist hier. Die ist schon zu breit dafür. Echt? Krass. Guck mal. Schon wieder angesetzt hier. Das heißt, wir müssen hier wirklich mit so einem Spritzwagen durchfahren, weil es sonst zu eng wird. Ah ja, und wir könnten hier natürlich die Teilbreitenabschaltung nutzen. Das würde auch nochmal sinnlosen Düngerverbrauch sparen. Könnt ihr hier im Menü einstellen. Hier unten gerade gesehen. Fürs nächste Mal dann. Ich wollte jetzt meinen Lauf hier gerade nicht unterbrechen. So, damit hätten wir jetzt hier gedüngt. Sehr gut. Einmal zumindest. Alright. Ich glaube, dann ist hier alles getan, damit es wächst. Dann schauen wir mal kurz auf den weiteren Plan. Also wie gesagt, ich ernte... Walzen, habt ihr gesagt, bringt eh kaum was, ist sehr teuer. Da vertraue ich euch mal. Oh, hier ist nicht gedüngt. Ich ernte also die Gerste. Die Trauben. Die erste Ernte Trauben wird wahrscheinlich im nächsten Jahr sein. Ich glaube nicht, dass die nur hier diese Zeit lang wachsen. Wenn eben so wäre, ganz cool, dann hätten wir Gerstenernte gerade durch. Dann hätten wir das Geld eventuell schon. Dann müssten wir direkt verkaufen, weil sonst können wir uns den Ernter gar nicht leisten. Also war ja wieder sehr, sehr dumm von mir. Und ja, wir müssen aber trotzdem zwischen den, also wenn das Gras gewachsen ist, müssen wir noch Dinge tun. Das wird uns dann vielleicht angezeigt. Ich bin gespannt. All das und mehr seht ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Unter dem Video der große rote Knopf rot. Ihr wisst ja, ist nicht gut. Und wenn ihr draufklickt, denkt auch daran, die Glocke zu aktivieren, damit YouTube weiß, dass ihr meine Videos wirklich sehen wollt. Und selbst dann empfiehlt euch YouTube häufig meine Videos einfach trotzdem nicht. Finde ich ein bisschen doof. Viele von euch auch. Aber was willst du machen? Richtig, die Glocke aktivieren. Denn das hilft. Ja. Und dann schauen wir nochmal rein. Was stand hier noch? So. Mhm. Zwischen den Reihen. Mulchen, grubbern und düngen. Ja, gedüngt haben wir. Geräte wird. Sobald das Gras gewachsen ist, halte mit dem Mulcher den Raum zwischen den Reihen frei. Das heißt, einen Mulcher, da werden wir wohl nicht drum rumkommen, den auch mal zu probieren. Dann testen wir das auch nochmal. Mulcher für die Traubentechnik. Wird da was empfohlen? Der hier. Dann kaufen wir die auch mal. Ja, und wie das aussieht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Du auch? Dann schreib's gerne in die Kommentare und lass einen Daumen da. Mach's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal.